Episode 2. No 3D ich wo d Olympische Spieler da lo verreckelt gesinn aus wenigstens Tabstadt am Gangen zu erwäschen. Und schon mal haut mal gedurcht für ein bisschen Zeitung zu lesen, da so paar Bayer Chrom. An Nachrichten hei sind für Ausländer, die Spruch nicht voller ganz beherrschen, ein bisschen wie kompliziert. Du hast den verschiedensten Sourcen natürlich online. Persönlich benutze ich Google News am meisten, was natürlich einem absolut verzerrten Bild von einer Realität geht, weil Google ihn halt eben kennt und an ihn die Sachen proposiert kriegt, die einem quasi gefallen, respektive wo ihn drauf klickt, aber wo Google dann halt eben Geld immer da mischt. Versionen von Zeitungen gibt es auch. Teils Japan News. Der ist okay. Und die meisten Zeitungen sind von japanischen Zeitungen vertrieben. Wo ihn dann ein großer japanische Zeitung hört, dann halt eben die dann noch in englisch sprachisch respektive in englisch schreibend Redaktion hun. Und das heißt in diesem Fall die Yomiuri Shimbun, wobei Shimbun das japanische Wort für Zeitung ist. Und eine meiner seriöse Zeitung, wenn ich so will, als das Asahi Weekly. Da übrigens auf der Titelseite haben wir The Fearless Girl. Und das ist eine Statue, die zu New York steht. Und zwar haben sie dem Mädchen ohne Angst eine Maske angetan. Weil es mehr wie sehr gut zu haben. Aber das ist auch die Foto da, die habe ich auch online gesehen, wo eine Balletttänzerin an einer mehr seriösen Maske tanzt. Und am Allgemeinen nach einer Foto über die Welt. Und den Titel ist Facing Fear. Was speziell bei der Asahi Weekly ist, das ist eine zweisprachige Zeitung für Leute, die Englisch wollen lernen. Etwas, wo zum Mut für die Olympischen Spieler sind nach ein Jahr ordentlich zugelöst hatten. Wirklich die Leute, also die Leute, den lokalen Volk, heißt es so, die wollen wirklich Englisch schwätzen, wann die Olympischen Spieler sind, für halt eben Platz zu sehen, weil auch wenn irgendjemand im Internet meint zu sagen, dass junge Leute in Japan gut Englisch könnte schwätzen, da das Bullshit. Das Englisch hier ist miserabel. Hier wird extrem wenig Englisch geschwätzt. Und das an der Hauptstadt. Und das wird nicht mal Alter zu den schon mit 70-Jährigen perfekt Englisch geschwätzt. Und aus 15, 16, 17, 18, 19-Jährigen, da kommt kein Wort raus. Das hat verschiedene historische Hintergründe. Für allem hat es eh großen Hintergrund, dann da das hier Schulsystem. Das Schulsystem in Japan ist, ich will nicht so schlecht, weil ich ihn nicht gut genug kenne, aber etwas, was für allem der Fall ist, da das hier schwätzt du nimmen, wenn du dann was wenn du dann was nicht hörst, respektive wenn es falsch ist, was du wert so, dann schwätzt du nicht. Und da das natürlich nicht gerade ideal für clever Cap oder vielmehr kreativ Cap raus zu filtern. Dafür, und boah, das eine Meinung, und da habe ich keine Statistik dafür, es hat ihnen halt gefehlt, dass ein ganz, ganz kleines Kontingent von extrem clevere Cap hat, die einfach genial Sachen machen. Von Nintendo bis hin zu allmählichen anderen japanischen
Exzellenzhäuser, wenn dann dabei auch muss ummerken, dass die Exzellenzhäuser echt da so bis an 90er ran wirklich unter Vierfront waren, vielleicht noch nicht mehr so exzellent sind. Los ist die Industrie, die wirklich noch immer um Peak ist. Bisschen Robotik. Interessanterweise Robotik am klinischen Bereich. Also, da sind sie am Gange massiv halt, zu forschen. Vor allem, weil sie ein ganz alte Population haben. Und nicht genug Leute, die halt eben ob hier Ela München oppassen kann. Also, oppassen, nicht oppassen, mehr. Ich, dass ich sie bekümmern kann. Und dann. Zum ja, like, Asahi Weekly Bilingual Paper for English Learners. Relativ cool. Du hast ihn dann außer der täglichen Nouvelle, hat ihn dann auch relativ einfach Neuigkeiten auf Englisch. Und die sind dann auch relativ einfach übersetzt, sodass ihn dann ein bisschen kann verstehen. Natürlich ist alles mit Kanjien links und rechts vor. Spät. Und ja, boah, wie gesagt, mein Kanji ist schlecht. Und zu guter Letzt, Japan Times war ein mega Meinung nach, das ist die beste Zeitung. Die aber auch ein stark gelernt zu der New York Times wird. Also, ich würde immer ein Teil New York Times dabei. Boah. Da das halt eben so zwischen den japanischen Teil ist relativ klein, aber auf Englisch. Aber vor allem, was ich noch lesen kann, ist, dass Tokio am Gange ist zu zittern. Tokyo jittery after request to stay home. Well, I think Tokyo might just shut down very, very soon. What is not really promising is the fact that Koike, the governor of Tokyo, has to, like, hold up a bloody sheet of paper, a cardboard, I don't know, like, paper that has been printed in a kombini or what? Like, seriously? It's like, it's 2020 and you have a sheet of paper. I don't know. I'll give it to them for the sake of photography. It's probably easier to make a good picture with a sheet of matte non-reflecting paper than in anything else. But no, now finally the country has woken up. All it took was a postponement of the Olympic Games, so no faces are lost. And finally, I don't know, like massively people dying, which is kind of sad and kind of seriously, why are you waiting for this? But now it is happening. So as I said yesterday, the governor has asked everyone to stay home. It's not an obligation, it's something you should do. One could argue what's the point. I don't know. I live on 26 square meters, which for Japanese standards is, especially Tokyo, that's comfortable. Previously, I lived for 9 months on 10, 12 square meters. That's shit. That's like proper tuna can shit. Being isolated on 12 square meters, that's a tough one. For like your mental health, already being able to go out, it just took a pretty big toll. So, I don't know. Maybe that is also one of the reasonings why they haven't really gone the full shutdown thing. What obviously is happening now is they are testing more, so they also find more cases. So the hope here is that self-control might help to avoid the lockdown. Obviously, being a human, I know myself. My self-control is fairly bad. Every time I see a cookie, I want to eat the cookie. So we'll see if that happens. For
for our household, we will stay home and we will see what happens after the weekend. And we will not only stay home because the weather's shit, but just more like to also reflect on what is going on and what to do from here on. Like, what can we change? In the sense of in our abilities, like which impact can I have in this situation? Interestingly enough, work-wise, we already kind of do a lot of help towards information sharing, in the sense of we share COVID-19 related information, like in a unified way to make it easier for researchers in information security this time, though, to kind of find correlations between attacks and the virus outbreaks. With a grain of fake news, of course, because that's nowadays a given as well. So we'll see what's gonna happen from here forth. Not really sure. I really hope this will. Well, hope is the only thing we can kind of go for in this situation. That it will not be a massive outbreak, because some of you might be familiar with Japan and Tokyo in particular. And if you look, behind it all, a 24-hour konbini has a lot of fresh produce. And the workers constantly kind of stock up the shelves, make sure that everything is clean and neat. Well, guess what they do? They are wearing all masks, of course, but they are not wearing gloves. They probably clean their hands after singing happy birthday long enough in their own language. And then, they have to touch the produce. That's their job. So honestly, maybe dialing down a little bit on the 24-hour konbini might have a positive impact. Don't know, not an expert. The other thing is the country is so that they rely so much on foreign labor that, like there is just no workforce, no local workforce who could do any of the konbini tasks. Let me rephrase that. The local workforce partially doesn't want to do the konbini work or any other less prestigious non-salary man or salary woman work. So I don't know, that's a fairly interesting experiment for Japan as well. What's going to happen if 40% of the konbini workers who have the graveyard shift, they all of a sudden get sick and can't go to the shop anymore? Or what happens if people go to work anyway because they are afraid to lose their job? And well, you probably know that work ethics and work pressure over here is a thing. It's ugly at times, very ugly. I don't know. Let's see what tomorrow brings. Anyway, th this was a rambly one. But I don't know. It does also help to a certain extent to speak your mind and see how it like brings us together as people. But yeah, not too convinced it's gonna change that much. But we'll see. Maybe the solidarity will win everyone over and we'll be
singing Kumbaya anytime soon. Anyway, leaving you on a blue note, I guess, but it's not too late just yet.